meine ganzen Kleidungsstücke stopfe ich unten ans Fußende, nicht wie sonst um mich herum. Ich will ja ein richtiges Ergebnis und das wird sonst alles nur verfälschen. Meine Herbstklamotten bestehen aus der Lodenjacke, dann hier die Outdoorhose ist ein bisschen stärker, ein bisschen gefütterter als die, die ich normalerweise trage. Und das hier ist ein Merino-Wollpulli und drunter habe ich bloß noch ein leichtes Unterhemd. Und das ist jetzt genau richtig für die Jahreszeit. Oh, jetzt wird's schon zapfig. Ab in den Schlafsack. Nein. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ins Bett oder in den Schlafsack geht und erst ist alles so ganz kalt und dann kommt dieses wohlige Gefühl, wenn ihr merkt, dass sich alles schön aufwärmt? Gerade an diesem Punkt bin ich jetzt. Erst dieses Material, das fühlt sich an wie Seide und das ist natürlich im ersten Moment richtig kalt. Und dann, wenn du aber drin liegst, ein paar Sekunden, dann merkst du schon, wie es langsam wärmer wird. Und ja, ich glaube, es lässt sich schon aushalten. So. Ich denke nicht, dass ich frieren werde. Ich schaue nur aus wie so ein Pharao hier. Wie eine Mumie. Gute Nacht. Ich denke, ich werde gut schlafen. Und wir sehen uns ausgeruht morgen früh. Oh, ich kann überhaupt nicht schlafen. Es ist so unruhig hier. Es ist sehr stark vom Wild frequentiert. Es ist, also vom Liegekomfort her ist echt angenehm, gemütlich, aber ich komme einfach nicht wirklich zur Ruhe. Ich hoffe, dass ich jetzt dann einfach nichts mehr höre und schlafen kann. Gute Nacht. Guten Morgen. Oh ja, könnt mich fast nicht sehen. Aber ich mag jetzt ehrlich gesagt kein Licht anmachen. Oh. Die Nacht war gut. Ich habe gut geschlafen. Als ich dann endlich schlafen konnte. Ich habe auch wie erwartet überhaupt nicht gefroren. Es war dann zum Glück auch recht ruhig, was den Wildwechsel angeht. Ja, und jetzt sollte ich eigentlich aufstehen. Aber es ist noch so dunkel. Das zerrt mich gar nicht aus dem Bett. Ich glaube, ich drehe mich noch mal eine Runde um.
Hört ihr das? Bin ich doch wohl nicht so allein im Wald. Baum ist gefallen. Tree is falling. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo die sind und ob ich hier bleiben kann oder gehen muss. Ja, es ist weit genug weg, dass ich hier bleiben kann. Aber eine entspannte Morgenstimmung ist es natürlich trotzdem nicht. Naja, machen wir das Beste draus. Dieser Waldbewohner mag den Lärm genauso wenig wie ich. Ich bin jetzt ungefähr so 7 Meter von meinem Lager weg. Und es ist echt gut getarnt. Hier ist es. Hier sieht man ganz gut, dass sich in dem Bereich hier Rehe aufhalten, denn diese Spuren hier, die entstehen, wenn ein Rehbock sein Horn hier dagegen reibt. Zum einen macht er das, wenn es juckt, wenn es wächst, und zum anderen, um sein Revier zu markieren. Endlich Ruhe. Schauen wir mal, wie lange das geht. Machen wir jetzt ein kleines Frühstück, was Wärmendes für den Bauch. Thank you.
Bevor ich mein Lager zusammenpacke, ein kurzes Resümee zu meinem Schlafsack. Es ist ja ein Winterschlafsack, der Grützi-Schlafsack. Er hat einen Komfortbereich von minus 1 Grad, Limit minus 8 und extrem minus 26. Wir hatten heute Nacht 5 Grad, also war ich immer noch über dem Komfortbereich. Natürlich habe ich jetzt heute Nacht nicht gefroren. Es war angenehm warm. Was mich bei diesen Schlafsäcken von Grützi immer wieder überrascht, ist das Schlafklima. Es fühlt sich einfach ganz angenehm in dem Schlafsack an, dieses Seidenfeeling vom Material. Das ist ganz angenehm und man hat auch nicht dieses Schwitzige, was ich aus anderen Schlafsäcken kenne. Aber ich möchte jetzt da gar nicht so sehr auf den Schlafsack eingehen, nur ganz kurz, denn die separate Vorstellung von meinen beiden Grützi-Schlafsäcken, die erfolgt in einem Extra-Video. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, nur ganz kurz am Rande. Der Winterschlafsack hat eben eine Kombination aus Daune und Wolle, so rum. Und diese beiden Komponenten wirken miteinander wie eine natürliche Klimaanlage, was das Schlafklima und den Wärmehaushalt extrem verbessert. Aber dazu eben mehr in dem Extra-Video. Also wie gesagt, war eigentlich zu warm für den Winterschlafsack. Der Härtetest, der folgt natürlich im Winter. Das ist alles, was ich dabei habe, und jetzt wird zusammengepackt. Gehen wir mal ein Stück weg von den Motorsägegeräuschen. Vielleicht finden wir noch ein paar interessante Pflanzen. Das hier sind Hallimasch. Die wachsen explosionsartig auf totem Holz, immer so ab Ende September. Sind essbar, allerdings bedingt essbar, weil sie vorher abgekocht werden müssen. Und von empfindlichen Personen werden sie auch nicht vertragen. Der Flaschenbovist. Der ist essbar,
wenn das Innere vom Pilz weiß ist. Diese Variante entwickelt sich dann, wenn sie reif ist, so, dass hier in der Mitte eine Öffnung entsteht. In der Mitte sind die Sporen, das wird dann alles braun und man kann dann draufsteigen und wir nennen ihn dann Staubschwammerl. Genau, und von dem gibt es aber auch noch eine giftige Variante, den Kartoffelbovist. Den erkennt ihr aber ganz einfach. Zum einen ist hier die Farbe schon mal nicht so weißlich wie hier, sondern braun. Und das Innere ist von Anfang an braun. Bei diesem Schwammerl habe ich keine Ahnung, welcher es ist, aber man kann hier recht schön sehen, dieses weiße, mehlige, was ihr hier überall seht, das sind die Sporen. Das heißt, diese Schwammerl hier haben schon ihre Samen, ihr Saatgut verteilt. Warum wachsen Buchen hier so? Sind die krank? Weiß es von euch jemand? Würde mich nämlich sehr interessieren. Das ist eine ganz komische Wuchsform. Als ob sie Krebs hätten. Der Holunder hier treibt im Herbst frisch aus. Verrückt. Ich habe dieses Jahr auch schon viele Fotos gesehen, wo Apfelbäume im Herbst zum Blühen anfangen. Wirklich komisch. Darum mag ich keine Hochzeitsballons. Landen dann doch wieder irgendwo im Wald. Kein Mensch hebt sie auf. Und vergammeln hier bis in die Unendlichkeit. Das war es wieder, ihr Lieben. War eine schöne Tour. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Mein Equipment findet ihr wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!